Hallo. Hi. So, wir fahren jetzt gleich los. Alter, ich freue mich so. Das ist so unreal gerade. Keine Ahnung, warum ich mich so freue. Ist ja noch gar nicht sicher, aber jetzt ziehe ich mich kurz um. Jetzt? Nicht umziehen, aber ich möchte mich frisch machen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Warte, ich mache dich frisch. Nein, du machst mich nicht. Nein, nicht mit dem Raufspray. Mama. Alles klar. Also, wir sind jetzt bereit zu gehen. Wir sind bereit. In einem Outfit auf die. Ich habe so eine coole Hose. Man sieht die nicht. Man wird sie nachher sehen. Okay. Hab die Katzen gefüttert. Ich bin so aufgeregt. Soll ich das mal machen wie die Leute? Wir sind so aufgeregt. Wir sind so. Ich bin zu alt für. Die Kara, die kann leider nicht mitgehen. Wobei ich da ganz froh bin, weil sie auf die Katzen aufpasst. Der geht's nämlich nicht gut. Die Arme. Mikrofon. Hallo. Oh mein Gott. Ja. Das ist ein Hasenschwanzchen. Nee. Das ist extra Kunstwerk. Also dann bis später. Okay. Bis später. Kara, ich hab dich lieb. Kara, Mausi-Bärchen. Sag tschüss. Kara, ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Ich euch auch. Ich liebe dich. Ich sag nochmal. Ja, ich dich auch. Perfekt. Alles klar. Geh mal los. Geh mal los. Wie bitte? Ups, nicht so nah. Nicht so nah. Bitte. Macht ihr die Hände? Wir sind da. Hanna? Oh mein Gott. Hey, wo ist der in Camouflage? Der war gerade da. Guck mal. Das ist ein Audi. Hier ist mein Zuhause. Was ist man hier, Hanna? Hier ist mein Zuhause. Ja. Sind alle meine Kinder hier, oder? Aber vielleicht gehen wir jetzt mal rein. Wir sind jetzt da. Krass hier aus. Ey, Mama. Ja, guck mal, was für schöne Autos die hier haben. Ja, VW-Bus. Das nehmen wir. Schicke Karre mit Ledersitzen. Das hier. Oder? Das nehmen wir, komm, wir gehen wieder. Schöne Felgen. Wir haben alles. Krass. Hey, Mama, krieg ich auch ein Auto. Flascher, zuckst du ja eins aus, gell? Ja, ich bin zwei. Hier, Räubel, doch eins. Vielleicht mal eins. Also, hey Mama, willst du essen? Ja. Also, Leroy wäre das da, glaube ich dann. Oder? Ne? Naja. Naja. Was ein Monster. Leroy, deiner steht gerade nicht. Wie kann ich das überhaupt fahren? Der ist ja so hoch. Guck mal, wie steht denn das Auto? Auf die Junge! Maila? Ich möchte. Was? Nimm den. Das ist dein Auto. Das ist auch schön. Was? Das ist dein Auto. Mein Auto? Das da? Den hast du gekauft, den mit dem. Oh, nee, der sieht anders aus, meine. Meiner hat nicht so ein hartes Dach, ne? Was ist das da? Ich will auf! Alter. Ja? Junge! Schalt mal an. Drück mal auf die Bremse. Drück mal auf die Bremse. Ja, ich muss erst mal vorkommen. Warte. Ich kurz. So, jetzt geh mal vor. Voll weg die Scheibe, Leroy. So, jetzt Bremse schon. Stopp. Das ist ein Holzfahrzeug, das ist auch mal das.
hast aber eine genaue Historie, oder? Von dem Auto? Alles aber nicht. So. Ich hab gesagt. Wurde die komplett ausgetauscht oder in Stand gesetzt? Guck mal, meine hat jetzt ein Problem, weil da ist das Carbon schon drin. Ja, das ist nicht so richtig Carbon, das ist so Carbon-Optik. Jetzt kann sie gar nichts mehr doch, machen kann an ich, dem Auto. Kann ich. Er ist so schön. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Guck mal da, ich meine hinter dir, ist direkt hinter dir ist ein Pferd, siehst du? Mhm. Oh mein Gott, wie schön. Ist dein Auto? Guck mal hier auf dem Lenker. Noch ist es gar nicht meins, aber... Ja, so schön. Boah, das klingt einfach so gut an. Fass mal an. Ich kann gerade nichts sagen, gell? Ich bin gerade so geflasht. Schau mal, wie schön das alles ist. Es ist alles so. Oh mein Gott, es ist so schön. Ja. Und die Sitze, guck mal hinten, die Sitze, Alter. Die Sitze sind wie Sofas da hinten. Oh mein Gott, ja, stimmt. Überheftig. Gar nicht dein Auto, ja, kann ich da noch draufsetzen? Nicht. Doch, guck, weil es ist noch nicht dein. Siehst du? Aber schau mal, Meiler, guck mal. Aber es ist auch nicht dein. Wir können weder zum Baumarkt noch zum Aldi. Da kannst du drei Leichen transportieren. Guck mal, wie viel da reinpasst. Da passt nicht mal eine halbe rein. Und mit keinem Getränkekiste mehr. Die kannst du ja verteilen. Okay, dann ist das. Dann muss man Anhängerkupplung dran machen. Oder wie viel will ich denn einkaufen? Ich habe keine Familie zu versorgen. Wenn du einen Führerschein hast, dann gehst du für uns einkaufen. Ja, mach ich auch. Mach ich denn mit eurem Transporter? Ich gehe nicht mit dem einkaufen. Okay. Gehen wir hier ran. Alter, er ist so schön. Was ist los? Was hat er? Oha. Einfach alles an ihm ist schön. Selbst. Einmal der Kaffee für dich. So. Das ist schon schön, gell? Das Pferdchen. Hast du das Pferdchen gesehen, Marlena? Da. Da. Toll, gell? Guck mal. Guck mal, Hanna sitzt hinten drin. Was, die Hanna sitzt hinten drin? Ja. Hey, Hanna, das kann ich nicht reinschneiden. Kannst du die Maske ausziehen? Ja, ja. Und, was sagst du? Warte mal. Oh, lecker. Steht dir das? Was würdest du sagen? Marlena. Marlena, komm mal. Wir nehmen drei. Guck mal. Komm, komm mal. Den für die Meile. Den für den Papa. Oder? Komm ich gar nicht rein. Oh, du kriegst du rein. Da musst du ein bisschen abnehmen. Und da oben steht der für die Mama. Nee, ich würde dann lieber den Großen nehmen da oben für den Papa. Hier, der Dodge. Ja gut, aber der ist nicht zu klein hinten. Aber guck mal, der ist überhaupt nicht zu klein. Guck mal jetzt, der hat 6 Sitze, der hat fast 400 PS. Wir nehmen den, oder? Nee, der ist hässlich. Der ist hässlich? Was? BMW. Den hätte ich gern. X2, das ist doch nur ein kleiner. Ja, der ist auch gerade richtig, da komme ich noch in die Parklücke. Guck mal, der ist nicht teuer. Okay, Marlena, nimm mal den. Nee. Okay, von vorne ist der gut. Der ist schick. Ja, aber zu schmal halt. Der könnte, guck mal, wenn der so viel breiter wäre, dann würde Dann brauchst du einen LKW-Führerschein. Ja, das ist kein Hass, oder? Nein, aber hinten sieht der aus wie ein Pflaster-Chief. Du, hör mal, von hinten sehen wir uns nicht. Die anderen sehen uns nur von hinten. Das ist doch peinlich. Das sieht aus wie ein oder? Marlena, nee. Was sagst du zu dem Auto? Ich finde den schick. Der muss so viel breiter sein, dann ist der okay. Wir nehmen den nicht. Also ich finde den immer noch, also ich finde hier nichts so schön wie den Mustang gerade. Ich habe gerade nur Augen für den. Boah, ich habe nur Augen für dich. Ich habe nur Augen für den hier. Nee, das brauche ich nicht. Doch. Papa schon, aber kein Mann. Das ist ja kein Mann, das ist ja Papa. Ja. Mama, der sieht aus wie ein Drachenbaby, ich schwöre. Das ist der Knüste. Kannst du aber mal starten? Ich möchte nicht ranstehen. Du warst als erstes Auto, ne? Also ich hätte Angst gehabt. Ja, das kann ich mir morgen schon anhören. Ja. Nochmal kurz Gas.
anderer Auspuff. Da muss ein anderer Auspuff drunter. Ja, auf jeden Fall. Und was sagst du? Ist zu eng. Wer fährt? Ella, muss ich in deinem Auto hinten sitzen? Ja, ja. Oder? Meiler, dann nehmen wir den mit Inventar. Was? Im Ernst? Die Hanna hat jetzt ein kleines Problem, weil sie möchte jetzt auch ein Auto. Oder Hanna? Was denn? Die Hanna möchte diesen BMW. Oder Hanna? Und die Marlena tut die Nase weh. Du willst kein Auto? Hm. Okay. Obwohl. Okay, dann überleg dir das schon. Eine Katze wird sehr reich. Okay. Also, Hanna? Na? Dann frag den Papa. Verbleibt ihr jetzt? Ja, du machst jetzt auf jeden Fall mal noch Gedanken, das ist wichtig. Ich dachte, sie will nicht, dass er weiter angeguckt wird. Ja, jetzt am Wochenende kommt hier keiner mehr zu machen. Wenn wir Montag gleich Abend nicht die Idee nicht aus. Ist auf jeden Fall, wenn wir drüber nachdenken, auf jeden Fall heute noch. Können die nicht in 9 Jahren, also bis 9 Jahre vorbei sind, das Auto für mich mieten? Hast du das jetzt ausgerechnet? Ja! Schatzi, pass auf. In 9 Jahren gibt es wahrscheinlich Autos, die gar nicht mehr so sind wie hier. Ja. Da wirst du dieses Auto als alt empfinden. Deswegen warten wir es einfach. Ja, oh Mann. Also, wir haben uns den jetzt angeguckt. Ich finde ihn traumhaft schön. Mir gefällt er Bombe. Also ich bin immer noch mega geplättet von diesem Auto. Ich lasse mir trotzdem noch das Wochenende Zeit, um darüber nachzudenken, weil es ist schon viel Geld, vor allem für mich. Und muss halt darüber nachdenken, ob ich diese Investition so jung einfach machen möchte. Und viele von euch werden jetzt sagen, dass es total doof ist, sich so jung so ein Auto zu kaufen. Und ja, das ist es auch. Aber das ist mein Traum und ich möchte mir den erfüllen und ich werde dagegen auch nichts sagen. Und weil bestimmt ist es eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und ich könnte mir jetzt auch ein Anfangsauto kaufen und klar wäre das bei Schäden dann auch nicht so teuer. Aber ich würde mich eher dafür entscheiden. Es muss ja jeder so für sich entscheiden, was ihm wichtig ist und wo er rein investiert. Jetzt muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Mich noch ein bisschen umgucken, aber eigentlich bin ich mir schon ziemlich sicher. Was sagst du? Also,
Also, es sah auf jeden Fall mal so aus, als wärst du dir ziemlich sicher. Ja, bis Montag warten und dann entscheide ich. Genau. Es war auf jeden Fall total spannend, ja. Mega schönes Auto. Diese matten Streifen drauf. Maila, wie sieht's aus? Was? Ich brauche jetzt kurz mal 10 Minuten. Ich glaube, sie hat ihn gern mitgenommen, aber vielleicht holt sie ihn am Montag. Also wir könnten mir auch einen LKW holen. Warum? Weil der viel teurer ist und nicht ansatzweise so hübsch wie der musste. Okay, wir sind jetzt hier noch im McDrive. Ey, Mama, ich muss noch auf Toilette. Maila muss noch auf Toilette, das interessiert die Nation ja, auch. Ja, chill mal kurz. Und dann chill mal kurz, willst du hier und neben... Ich mach warte mal. Rutschen. Die, hallo. Hä? Ich muss auf Toilette. Da kannst ja, du doch nicht erst wissen, gehen, was du haben willst. Ich muss nicht unbedingt was so. Und dann lästern die ganze Zeit über BMWs, das finde ich total... Wer lästert? Alle, der Papa die ganze Zeit auch. Ja, die standen ja auch auf der Autobahn auf dem Standstreifen rum. Ja, und der Leroy sagt dazu, liegt am Öl. Also Ding. Was Ding? Willst du da zwischen den Truck fahren, ja, pinkeln? Nein, ich würde zu McDonald's rein. So, wir haben eingekauft. Yam, yam. Ja, beten. Kannst du beten für das Auto? Geh beten. Ja, aber du betest Richtung Mercedes. Hä? Hab ich nicht getan. Tut mir leid. Anna, was geht? Ich hab gesagt, ich bin hier da vorne auf die Wiese. Auf die Wiese? Ich stehe nicht auf Wiese. Ja, du stehst nicht auf Stein. Ja. Töte. Danke. So eine normale 18-Jährige, die würde ja jetzt dann mal planen. Mach mal kurz die Kamera weg, weil das ist was sehr Privates. Nee, das finde ich gut. Okay. Die würde ja dann auch mal planen, dann mal auszuziehen. Ne? Oh, jetzt kommt. Da ich aber so einen Vorteil habe und das muss ich auch ausnutzen, ich habe mich hier reingeboren, das darf ich auch. Ich darf auch das sagen, dass ich eine gute Familie habe, möchte ich ja noch eine Weile bei euch wohnen. Gerne. Weil ich finde euch toll und ich finde euch nicht nervig, verstehst du? Und ihr mich ja auch nicht. Und gratis ist es auch noch. Gratis ist es auch mit Putzfrau und Hotelservice. Wobei ich dich natürlich auch immer sehr gerne unterstütze. Ich wache jeden Morgen um 4 raus, gehe dann mit dem Hund Gassi, danach sauge ich die Wohnung. Dann mache ich einen Kaffee. Okay, das hat sie vor, da kann man mich auch wieder einziehen. Mach. Kann ich auch noch was machen. Nee, zum Beispiel Öl füllen in meinem BMW. Recht glücklich. Also hör zu. Dann würde ich auch 400 Euro Minimum an Miete zahlen für eine Wohnung. Das ist jetzt wirklich eine sehr günstige Zwei-Zimmer-Wohnung vielleicht, ja? Mama, wo ist die? Das ist eine günstige Mülltonnenbude. Ja, für 400 Euro. Ja. So. Und ob ich jetzt 300 Euro monatlich in dieses Auto dann noch reinziehe, weil ich gebe jetzt alles Geld, was ich mir zusammengespart habe, ab, ja? Und dann muss ich halt den Rest noch finanzieren. Und ob ich jetzt die 300 Euro da reinstecke oder eine Wohnung, oh. Also eigentlich ist es ja so, dass du ab 18 400 Euro Miete zahlst. Aber gut, wir können darüber reden. Meine. Jetzt essen wir. Dafür fahre ich dich überall. Guck mal, geil, denn. Ja, okay. Und ich mache mir. Da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden. Komm, mach jetzt.